wie kann ich meine grafischen Talente ausleben? Und natürlich habe ich anfangs Zeit gebraucht, um mich da hineinzufinden. Ich brauchte Erfahrung, ich musste alles ein bisschen kennenlernen. Als dann langsam gesprochen wurde, habe ich immer mehr verstanden. Ich habe immer mehr mich einbringen können. Ich konnte immer mehr, zum Beispiel bei den T-Shirts war ich dann irgendwann verantwortlich. Dann hat dies und jene Entwicklung hat's dann gestartet. Und ich habe mich immer selber mutiger gefühlt und konnte offener werden und konnte mich selber einbringen und habe diese Wirksamkeit gespürt in mir. Und habe dann eben so gearbeitet, vor mich hingearbeitet und habe gemerkt, ah, oh, das ist super, was du machst, das gefällt so gut. Und habe ich gemerkt, ah, oh, das tut mir unglaublich gut. Und dann, ja, bis jetzt kann ich sagen, ist diese Freude erhalten geblieben. Es funktioniert wirklich gut. Wir haben die Prozesse optimieren können. Wir sind noch immer dabei, sie zu optimieren. Also perfekt ist es noch nie. Aber es ist trotzdem, es ist unglaublich, dass man da, man bekommt wirklich einen Mehrwert. Und ehrlich gesagt habe ich daran so nicht geglaubt. Das muss ich wirklich sagen. Deswegen bin ich dankbar, dass sie ein Teil unserer Firma ist. Wir sind ein Familienbetrieb. Sie ist ein Teil unserer Familie.